Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Randy MC. Ich bin gerade bei Zombie und im Hintergrund sieht man meine Base. Es sind nur ein paar Kisten und da sieht man so ein kleines Loch. Ich habe in dieser Folge vor, hier mal so eine Art kleinere Base hinzubauen, damit das ein bisschen schöner aussieht und ich mal ein bisschen mehr Platz habe. Wie man sieht, hier ist noch nicht viel. Ich habe, also was ich schon mal vorbereitet habe, hier habe ich Obsidian gemacht. Und hier so eine Art Höhleneingang. Da ist noch kein Raum. Da sollen irgendwann so Spawner-Farmen hinkommen. Und hier ist schon mal ein Raum, den habe ich ausgehöhlt. Ich kann euch jetzt mal einen kleinen Ausschnitt davon zeigen. Mehr habe ich jetzt noch nicht gemacht. Den Rest wollte ich halt hier in der Folge machen. Ich habe leider halt nicht so gute Schaufeln hier. Ich habe immer noch das Holzkit. Bald habe ich das Steinkit, aber im Moment nur das Holzkit. Deswegen kann es halt ein bisschen dauern. Hier will ich den Boden aus Quarz machen und mit Obsidian schützen. Und ja, ich glaube, das ist auch so das Erste, was ich jetzt erstmal mache. Ich hole mir Obsidian und Quarz. Ich glaube, ich mache mir Quarz, Slabs, dann habe ich mehr davon. Ich würde sagen, ich hole jetzt erstmal den Boden aus und baue dann den Boden. So, ich habe jetzt einmal hier das ausgehöhlt. Jetzt setze ich hier unter Obsidian, weil die Base soll halt schön, aber halt auch sicher sein, weil ich weiß nicht, ob ich irgendwann Raiden aktiviere. Und deswegen baue ich es halt gleich schon mal ein bisschen sicherer, damit das später dann nicht so viel Aufwand ist. So, jetzt habe ich hier diese Quarzstufen. Die baue ich dann hier so hin. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da werde ich dann einfach noch Treppen hinbauen. Damit das auch noch ein bisschen schöner aussieht. Soll halt so eine Mischung aus Quarz und Obsidian werden. Die Wände hier werde ich auch aus Obsidian bauen, da werde ich dann kein Quarz vorsetzen, das wäre sonst viel zu aufwendig. So, Boden ist fertig. Dann würde ich sagen, ich mache dann erstmal hier im Eingang die Wände. So, erste Seite fertig, gebuddelt. Dann, wie mache ich das jetzt hier? Ich hoffe, mein Obsidian reicht. Es wäre doof, wenn es nicht reicht. Ich hoffe, ich verbaue mich nicht, weil das ist, glaube ich, so das Schlimmste, was einem hier passieren kann. Dann habe ich die Seite, glaube ich, auch. Da habe ich mich verbracht. Das mache ich nachher mit einer besseren Spitzhacke weg. Und meine Schaufel ist fast schon wieder kaputt. Ich kann mal kurz gucken. Kit. Gut. Ich brauche halt unbedingt das Steinkit. So, und dann mache ich die Seite jetzt auch. So, dann habe ich die Seite jetzt, glaube ich, auch fertig. Ich hoffe, das ist so alles richtig. Und jetzt kommt die Decke. Ich mache, glaube ich, erstmal das hier oben. Und dann muss ich gucken, wie ich das da mit dem Obsidian mache, wo ich alles was setze und wo nicht. Weil hier drüber kommt, also über, hier ist hier so ein Eingang. Und hier kommt dann so ein kleineres Haus drum. Damit das einfach ein bisschen schöner aussieht. So, dann hätte ich die Decke hier jetzt auch fertig. Das hier vorne muss ich nochmal gucken. Mache ich das jetzt erstmal weg. Ich möchte halt auch immer noch, dass es schön aussieht. Ja, ich mach's so. So ist es doch gut. Die Kiste muss ich dann auch noch nach da drin verlagern. Also da hinten soll ja das Lager hin. Ja, das wird auch nochmal ein bisschen Arbeit. Und ich würde sagen, ich mache einfach mal in einem großen Zeitraffer einfach mal alle Wände. Let's go!
So, hier habe ich die Wände fertig, aber mein Obsidian wird wahrscheinlich bei weitem nicht reichen und mein Inventar ist schon fast wieder voll, komplett voll gemüllt mit Erde. So. Hier habe ich noch 21 Obsidian. Hier habe ich zum Glück auch noch was. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal die Böden. Das ist super, aber das mache ich dann auch nachher. Dann mache ich hier, glaube ich, erstmal den Boden fertig. Dafür sollte das Obsidian wahrscheinlich noch reichen. Und um die Wände muss ich mich dann ein anderes Mal kümmern. Ich würde sagen, ich habe gerade ein Abo mit einem Video dazu bekommen. Nice. Und ich würde sagen, ich mache jetzt den Boden. Ich habe mir gerade eine Schaufel gekauft, dann geht das jetzt deutlich schneller. Und ich habe immer noch über 1 Million, das ist schon mal gut. Und ich mache jetzt weiter. So, jetzt muss ich noch das Obsidian hier platzieren und dann die Quarzlabs. Dann habe ich hier wenigstens schon mal den Boden fertig. Dann kann ich, glaube ich, auch die Kisten schon mal nach hier verfrachten. Und die Wände muss ich dann halt wann anders machen, wenn ich wieder mehr Obsidian habe. Weil mehr Obsidian kann ich mir im Moment nicht leisten. Ich kann ja oben auf meinem Plot meine Spendentruhe hinstellen und wer vielleicht Lust hat, mir wenigstens ein paar Obsidian zu spenden, kann das ja dann gerne machen. Ja, ich habe sogar noch ein bisschen Obsidian übrig. Das ist gut. Aber ich glaube, die Wände werde ich jetzt nicht mehr damit machen. Quarz habe ich zum Glück genug. Schade, dass man Obsidian nicht zu Slabs machen kann. Es wäre dann nämlich ziemlich OP. So, ich habe jetzt hier schon mal Treppen hingebaut. Hab da vorne den Boden fertig gemacht. Hab das Obsidian, was hier fehlt, stand auch weggemacht. Und jetzt will ich mich mal an den, also hier war ja eigentlich, sollte ja so eine Tür sein. Und ich möchte jetzt die Enderman-Farm bauen. Ich habe auch einen Enderman-Spawner. Kann ich dann schon mal reinplatzieren. Wahrscheinlich werde ich die Farm nicht so oft nutzen. Aber ich weiß nicht, ob wenn Leute offline sind, man auf diesen Plots kann. Auf jeden Fall, wenn ich dann online bin, können die Leute gerne an der Farm farmen. Also wer Enderperlen braucht oder halt neu anfängt, da lohnt sich Enderperlen richtig. Der sollte dann vielleicht zu meiner Farm gehen. Ich weiß halt nicht, in wie weiter Ferne Enderman spawnen. Ich bräuchte vielleicht mal Glowstone-Lampen, um das hier zu beleuchten. So, dann baue ich noch 2 Blöcke, so. Und dann mache ich hier hinter einen Raum. Endermen sind ja 3 Blöcke groß. Bedeutet, ich muss den Raum 3 Blöcke groß bauen. Und dann gibt es ja diesen Trick mit diesen Slabs, dass man die darin fängt. Und ja, das müsste ich dann auch noch machen. So, der Raum ist jetzt fertig. Ich habe hier auch eine Kiste aufgestellt. Und jetzt muss ich nur noch mit diesen Slabs um an die Decke, weil Endermänner sind hier 3 groß. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier einen Slab hinsetze, jetzt habe ich Obsidian gesetzt. Also wenn ich jetzt hier einen Slab hinsetze, dann könnt ihr ja hier nicht mehr hin, weil es ja nur 2,5 Blöcke sind. Und wenn man dann immer so Lücken lässt, dann können die halt nur da rein.
Und das möchte ich jetzt einmal im ganzen Raum machen. Aber ich glaube, das könnte man auch vom Boden machen. Aber dann würde das sicherlich nerven, wenn man darüber gehen würde. Den Boden mache ich dann wahrscheinlich aus Stone Bricks. Also Stone Bricks Slabs. Aber ich glaube, die könnten hier drin ganz gut aussehen. Und die Wände werden dann wieder aus Obsidian. Und ich hoffe, die Endermänner porten sich dann nicht hier raus. Weil das wäre echt doof. So. Jetzt habe ich das einmal gemacht. Und jetzt will ich gleich mal den Spawner da setzen. Den muss ich noch holen. Der müsste irgendwo oben in einer Kiste liegen. Und wo ist er? Wo ist er? Hier. Im Moment bin ich auch noch VIP. Kann den dann im Notfall noch abbauen. Das ist noch das Gute. So. Ja, es hat funktioniert. Jetzt schlage ich den mal. Gut, der kann sich auch nicht wegporten. Ich warte nochmal, bis noch einer spawnt. Und wenn er da auch da drin spawnt, dann sehe ich das hier als Erfolg. Ich glaube, die Spawner auf dem Server hier brauchen... Upp, ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Oh, ja. Okay, es funktioniert. Das ist gut. So. Den Boden kann ich jetzt noch nicht machen. Und dann würde ich sagen, ich gehe jetzt mal ans Spawn. So, mal gucken, gibt es beim Landwirt Setzlinge? Ja. Ich pflanze einfach mal ein paar da oben. Und dann kaufen wir jetzt noch Holz, um die Truhen dazu platzieren. Holz. Bauarbeiter, ja. Ich weiß nicht, wie viel Holz braucht man für so viele Kisten? Ein Stack? Also ein Stack Eichenbretter bringt ja 16... Nee, doch. Ein Stack davon bringt 8 Kisten. Bedeutet, so ein ganzer Stack Eichenholz bringt dann 32 Kisten. Ich glaube aber nicht, dass ich damit den ganzen Raum füllen kann. Obwohl, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Dann sieht das wenigstens nicht so gequetscht aus. Hier gibt es dann 3 Platz. Ah, irgendwie bin ich hiermit nicht ganz zufrieden. So, und jetzt muss ich alles nach hier unten verfrachten. Ich glaube, ich setze das alles ein, weiter nach da. Das mache ich aber wann anders. Oder? Ich beschrifte jetzt die erstmal und sortiere das um. Das kann ein bisschen dauern. Ich muss auch mal gucken, ob ich noch... Was ist das für ein Spawner? Oh, nur ein Schweinspawner. Ich glaube, ich baue das jetzt erstmal. So, ich bin gerade immer noch fleißig am Sachen in meinen Keller räumen. Aber es kann noch ein bisschen dauern, bis ich alles runtergebracht habe. Ich habe jetzt hier das Lager, ich habe auch schon was beschriftet, habe da Truhen hingesetzt. Oben sind auch nicht mehr ganz so viele Truhen. Aber da die Folge auch nicht zu lang werden soll und so, würde ich jetzt sagen, das war's mit dem Video. Gebt ein Like und ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao.